Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Borderlands 2 mit natürlich Drachensoldat und Maxi. Hallo. Miss, Bleibohne, Mr. Bleibohne. So, zack. Iridium, super. Jo. Und. Boah, ich hab noch 31 bei Z, kann man das ausgeben, ne? Nein, bei, beim Irren. Beim Schwarzmarkt. Schwarzmarkt. Ja, aber nicht zu lange, wir wollen noch weitermachen. Nö, nee, ich mach jetzt nicht. Ich mach nach der nächsten Mission. Na, alles ausrauben bei beim Mechaniker. Der ist eigentlich kaum wichtig, der Mechaniker. Iridium. Okay. Oh ja, 33. Ja, super. So, unsere Mission ist jetzt Liliths Anhänger, die ewige Flamme, finde Flammenmeister Clayton. Ist das eigentlich eine EOTech-Waffe? Ja. Ne, mal lieber an. Wie er synchron springt, also das war jetzt... So. Three Horns Divide. Der ist letztens... Ja. Ich glaube, wir machen vielleicht heute mal nur die Nebenmission alle durch. Und nee, das Hauptmission. Willkommen zum neuen und verbesserten Catch a Ride. Jetzt mit 47% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr. Das nein. Wow. Letztes Jahr. Kein Applaus, bitte. Ich will fahren. Du darfst, Maxi, du darfst hier fahren. Ich ja. Vergaß, ja. Fahr, los. Wie macht man nochmal Power F? F ja. War... Nach links seid ihr... Wohin fährt ihr denn bitte schön? Feuer, ausgewachsener Bullyborg. Nein, nicht tauschen. Oh shit. Du musst da über die Brücke. Ja. Ich muss wow, erstmal. Wow. Nein. Ja, super. Hier ist es wieder E und in GTA ist nämlich F. Das regt auf. Ja, das habe ich auch gerade als erstes erstmal F gedrückt. Ja, aber wenn du es dann so ganz nicht so lange spielst. Das ist immer bei jedem zweiten Spiel ist die Steuerung anders. Nein, es hat sich in den letzten Jahren hat sich einfach eingebürgert, dass man jede Aktion-Taste auf E hat. Plus GTA mit so altmodisch wie es ist, hat eben F weiterhin doch F ist es weiterhin belassen. Feuer! Au! Boah! Irgendwie gegen die Pyros mache ich irgendwie ein bisschen mehr Damage dazu, ne? Das ja, weil ich meine MG benutze. Da kommt eigentlich unser Nachzügler. Der mal wieder gar nicht mitgekämpft hat. So. Wie immer. So, jetzt müssen wir zum Flammenmeister Clayton. Einmal ganz kurz ja, schon mal vor. Schau, weißt du, was ich herausgefunden habe? Maxi. Ja. Schau, hier. Lol. Moment, wie crouch ich nochmal? C. Ach ja, genau. So. Ja. Da vorne ist es direkt schon. Warum muss man hier durch und warum geht man nicht da hinten? Einfach, das wollte ich jetzt einfach nur zeigen, weil ich ach das so weiß. Ach, das war's. Ich dachte, hier ist noch okay, und jetzt hier. Raum, schau. Drachensammelleiste. So. Ich bin Flammenmeister Clayton. Und du? Ich habe gesehen, wie du die Höhle des Firehawks betreten und unversehrt wieder verlassen hast. Wenn du unserer Mutter wirklich dienen willst, musst du eine Prüfung bestehen. Schicke meine Brüder mit einer Feuerwaffe in die ewige Flamme. Dann bring mir ihre Asche. Menschen bei lebendigem Leib zu verbrennen, könnte man als zwielichtig bezeichnen. Nein. Aber sie wollen es wohl so. Sehr schräg. Tu am besten, was er sagt. Stimmt, die Toilette hat ja noch eine andere... Warte, die Toilette wird später noch geil. So. Also jetzt nur Feuerwaffen benutzen. Nur ich hab keine Feuerwaffe, glaube ich, oder? Moment. Dann darfst du dich töten. Doch, eine. Sniper.
Ich habe ja noch deine Schrotflinte, die Schrotflinte. Ja, sei einfach ruhig. Warte mal, lass mich das schnell machen. So, ich hab's. Scheiße. Das ging schnell. Ja, das ging wirklich schnell, Panther. Wieso? Ja, ich bin eben gerade auf einen... Das reicht, meine junge Fackel. Der Firehawk lächelt auf uns herab. Bring mir die Asche. Feuer! Scheiße, ich kann jetzt nicht schon... So, hoch. Lauf. Warte, als nächstes Mission... Oh, die nächste Mission, die ist hart. Jetzt stirbt er doch einfach schon wieder. Na. Ich komme. Ja, den lasst jetzt sterben, oder was? Hey, lol, warum kann ich... Ich kann ihn nicht auch... Jetzt kann ich. Diese Kinder kennen nun eine Ekstase, von der ich nur träumen kann. Danke, Fackel. Kehre zurück, um weitere Aufgaben zu erhalten. Wie es aussieht, bist du drin. Sag Bescheid, wenn sie was Gefährliches vorhaben. Außer sich gegenseitig abzufackeln. Frage, Schild mit 72 minus 72 Leben, aber 318 Kapazität. Ich sag's mal so, ich bring einen Freund mit. Oder soll man eine Feuerwaffe nehmen? Die hat aber plus 19 Schaden. Was sagt er? Waffe oder Schild? Weiß ich doch nicht. Ah, ich nehme mal die Waffe. Jonas, du bringst einen Freund mit, dann komm mal her. Nein, der kommt auch nicht, der ist wieder zurück. Sei mal leise! Verräter an ihrer einzig wahren Mutter, dem Firehawk! Sie folgen einem heidnischen Halbgott namens Scorch! Ich flehe dich an, vernichte diesen falschen Propheten und alle, die ihm Gefolgschaft leisten! Ist doch egal, ob sie jemand anderes anbieten. Spiel einfach mit! Clayton muss dir vollständig vertrauen. Wenn sie irgendwas im Schilde führen, das wir unterbinden müssen, erfahren wir nur so davon. Also, wir müssen jetzt irgendwie... Warte mal, ich will gerade schauen. Wir müssen noch die gesamten scheiß Höhlen wieder laufen. Und Drachen müssen wir jetzt erstmal wieder irgendwie mal rausholen. Ja, der stirbt uns dauert dahin. Da ist eine Dahl-Waffenkiste. Ja, super. So. Ich hole ihn. Moment. Aber ein super Badass! Bist du des Wahnes? Ein super Badass gerade zu züchten? Ich glaube, der spinnt. Drache, okay. Bei der Dahl-Waffenkiste, aber so welche Typen nie auf den Kopf schießen. Warum nicht? Ja, wenn du den haben willst. Oh Scheiße, dann nicht auf den Kopf schießen. Solchen Raketenwerfer benutzen. Ja, irgendwie wäre jetzt Raketenwerferzeit schon. Jetzt ging's aber schnell. Lass Drachen die Kiste. 3000 Damage. Lass Drachen die Kiste, die er hat sie sich verdient. Ja, hat er. Auch wenn er jetzt einfach nur gestorben ist. Was? Aber ich glaube, das ist eher eine Granatenkiste. Meinst du? Öffnet man. Ah, eine Pistolenkiste. Ich nehme mal ein bisschen Muni. Ja, ich nehme auch die Muni. Also greif mal. Ich brauch die eh nicht, ich hab die lilanen. Ihr könnt euch die beiden. Brauch ich nicht. Jetzt nehmen. Ich hab sowieso goldene Schlüssel ohne Ende. Wow. Ja, geh doch weg. Feuer. Das Geschütz, die einzige wahre Waffe. Wie wär's, wenn du mir mal zumindest die Kills weglässt, wenn du mir schon die Shotgun weggeierst? Warte, das ist Monate her. Das ist... Unsere letzte Aufnahme ist sogar wirklich... Wie lange jetzt her? Irgendwie schon über einen Monat. 2 Monate? Ja, übelst lange. Du traust immer noch der Waffe meine hinterher. Muni. Bandit, Hyperion. Warte mal, ich brauche noch irgendeine andere Waffe. Die macht mir jetzt keinen Spaß mehr.